Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 15.06.2022, Monatsmitte, Wochenmitte. Wir sind auch immer in der Verfallswoche, wir sind im Juni und unser DAX federt langsam ein bisschen ein. Wir haben am Vortag ein Umkehrsignal gesetzt. Das Umkehrsignal wurde noch nicht ganz angenommen. Ja, also theoretisch eigentlich ab höherem Hoch über hier die Kerze. Hätte schon gut was nach oben losballern können, bis rein in den Gap Close hier, 97 mal, wäre ein schönes Ziel gewesen. Hat aber nicht angenommen, direkt ein Gap geschlossen, neues Tagestief, scheiße. Ja, also nicht gut. Negativ sollte dann bis 13.200 gehen, hat man in der Analyse gesagt, wenn er das vermasselt und eben nicht nach oben losläuft. Hat man gesagt, 13.200 und vielleicht 13.15. Wenn ich mir das jetzt so von der Bewegungsmuster anschaue, sieht es erstmal recht fertig aus, aber wir hatten die Bewegung schon des Öfteren mal ein Vergnügen mit Punkten, wo es recht fertig aussah und wo es doch nach einer Trendumkehr aussah und er hat sie nie gemacht. Deswegen bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, wie ich das in der Analyse überhaupt verpacke. Teile ich euch das mit, teile ich euch das nicht mit, ne? Sich manche jetzt auch da schon so ein bisschen diesen Spott, sage ich mal, angeeignet haben, mich dann darauf aufzuziehen, wenn das nicht klappt. Aber auf der anderen Seite tue ich mir auch keinen Gefallen, wenn ich euch nicht einfach erzähle, was ich denke. Und vor allen Dingen, wenn ich was sehe. Und auch wenn der Markt nicht immer das macht, was wir haben wollen, oder auch nicht immer das zu 100% bestätigt, was wir sehen, funktioniert es doch öfter, als es nicht funktioniert. Ja, also auch wenn wir uns irgendwelche Triggerpfeile angucken, wo triggert er nach unten, nach oben, nach oben, nach oben? Wo haben wir Wendezonen, Triggerpunkte? Wie oft klappt das, wie oft klappt das nicht? Klappt das öfter, als es einfach nicht klappt? Ne? Also hier nicht geklappt, nicht geklappt. Hat aber auch überhaupt keine Ansätze gezeigt, um den Pfeil anzunehmen. Ne? Also keine grüne Kerze, das hätte man gar nicht traden brauchen. Ne? Und von daher möchte ich euch das schon vorstellen, was ich jetzt hier sehe. Auch wenn, ja. Ich muss mit dem Spott dann leben. Das ist dann einfach so, weil ich kann es ja nicht ändern, dass der Markt bullische Muster hier jetzt baut. Punkt. Ich habe vorhin schon mal eine Analyse eingesprochen. Ich habe sie dann wieder gelöscht, weil ich mir dachte, naja, lachen dich doch alle aus, wenn du das jetzt wieder erzählst, aber ich komme halt nicht drum rum. Ich kann das hier unten nicht anders erklären, wie es ist. Und was wir nämlich sehen ist, wir haben ein Umkehrsignal am Vortag gesetzt. In der Reaktion darauf hat der Markt neue Tiefs gesetzt. Das heißt, er hat uns ein Umkehrsignal angenommen, aber eine völlig andere Bewegungsstruktur als überhaupt in der ganzen Abwärtsbewegung drin. Und die Bewegungsstruktur, die er hat, ist, wenn man die Tiefs verbindet, eine Folge aus flacheren Tiefs, zunehmend flacheren Tiefs und einer steilen Hochlinie. Und das per Grunddefinition nach technischer Analyse, und ich bin zertifizierter technischer Analyst, muss es also auch so bewerten, erzählen und erwähnen, ist eine bullische Verkeilung. So, und das Interessante ist ja, dass die bullische Verkeilung tatsächlich nach unten gerichtet ist. Warum ist es denn aber eine bullische Verkeilung, wenn es doch ein Muster was ist, was nach unten auflöst? Um das vielleicht ein bisschen zu verstehen, lohnt es, die Psychologie hinter dem Muster zu verstehen. Denn die Psychologie hinter dem Muster besagt letztendlich nur, dass mit zunehmenden tieferen Kursen die Marktteilnehmer den aktuellen Kurs als günstig einschätzen oder als zunehmend günstiger einstufen. Das heißt, dass die Käufer hier immer mehr oder zunehmend stärker anfangen, einfach Positionen zu kaufen, ETFs auf den DAX, Einzelwerte. Hier und da vielleicht den einen Fonds noch im Basket ein bisschen ausbauen, eben weil es gerade recht günstig ist. Und dann entsteht eben genau solch ein Muster. Aber ich kann auch gleich mitgeben, es ist ein Muster wie jedes andere auch. Egal, ob wir uns einen Trend angucken, eine Flagge angucken, einen Channel, ein Dreieck oder eben hier so eine bullische Verkeilung, dann hat so ein Muster immer eine aus der Theorie heraus bestimmte Wahrscheinlichkeit in eine Richtung stärker auszuschlagen als in eine andere. Aber es gibt immer auch eine Wahrscheinlichkeit, dass es das einfach nicht angenommen wird, das Muster vom Markt. Ja? Soll bedeuten, Klartext, klare Worte, klare Sprache.
Nimmt der Markt diese bullische Verkeilung an, sollte er sich am Mittwoch umgehend, ohne irgendwelches Theater, direkt nach oben treiben. Der erste Anlaufpunkt wird dann die 5,40 bis 5,20 werden. Also hier die Verbindungslinie aus den Hochs, das wird der Anlaufen dann. Ja, heißt, arbeitet der DAX am Mittwoch nach oben raus, zu Beginn, am Morgen, sollte man schon erwarten, dass er über die 500 mal drüber guckt. Und das ist dann so genau der Punkt, wo ja am Vortag die Bullenfalle stand, das heißt, wo viele vielleicht auch long gegangen sind und jetzt dann überlegen, wah, jetzt kommen sie nochmal mit dem Schrecken davon, weil das sah schon mal ganz böse aus, sie waren plötzlich 300 Punkte im Minus und überlegen sich dann, was machen sie dann? In der Regel wechseln die dann gerne die Position, gehen raus, drehen sich und das kann natürlich erstmal eine gewisse Bewegung auch erzeugen, also dass es von hier dann auch wieder abstößt, einfach Umsatz erzeugt ist. Ja, würde bedeuten, löst unser bullischer Keil nach oben auf, 5,30, erste Anlaufstation. Kommt er von dort nur relativ flach zurück, bis vielleicht gerade mal nur 4,90? Oder, nee, was ist das hier, 4,45? Ja, oder besser, hätte er durchaus das Potenzial, anschließend nochmal eine weitere Erholungswelle hochzudrücken. Und ab dem Moment, wo er die 13.600 überwindet, muss man dann sagen, dann ist die Erholung aktiv. Die Erholung, von der ich jetzt, keine Ahnung, 3 oder 4 Tage spreche, die so nie eingetriggert wurde, weil er nie das gemacht hat, was wir gesagt haben. Wir haben uns immer wieder jeden Tag Punkte angeguckt, wo wir gesagt haben, also da muss er drüber, um Erholung, da muss er das stehen. Hat er nie gemacht, hat er nie geschafft, hat er auch am Dienstag nicht geschafft, ist einfach drüber weggeschmiert. Gelingt es ihm, sich über 600 zu aktivieren und rauszusteigen, dann aktiviert er aber endlich dann eine Erholung. Und die hat durchaus auch weiterhin die Potenziale, die wir in den Vortagen immer wieder genannt hatten. Und das wären unter anderem hier die 13,97, das wäre aber auch eine 14.100 zum Beispiel. Ja, das heißt, für diejenigen, die hier Short große Gewinne wittern, die müssten eigentlich über 14.600 mal einen Stecker ziehen. Ja, spätestens, wenn schon eher erfolgt. Ja, weil das wären einfach zu viele Warnsignale. Dann bullische Verkeilung, die nach oben auflöst, dann höchst hoch, 600 wieder eingenommen. Das wären mir einfach zu viele Signale, um dann noch zu sagen, okay, jetzt halte ich aber noch an Short fest, der geht bestimmt nochmal tiefer. Das würde er dann wahrscheinlich erstmal nicht. Er würde dann wahrscheinlich erstmal Gegenbewegung machen. Und nach keine Ahnung, wie viele Tagen das jetzt war, 6, 7 Tage Abwärtsbewegung, der kann da locker 3, 4 Tage Gegenbewegung erstmal bringen. Auch der muss ja nicht am Stück steigen. Ja, einen Tag hoch, nächsten Tag wieder 50% davon runter, nächsten Tag wieder hoch, nochmal 50% von dem Hochtag runter, dann wieder noch ein höheres Hoch. Ne, so kann auch eine Erholung aussehen. Und von daher würde ich schon sagen, wenn der die bullische Verkeilung spielt, hochgeht auf 5,35, gut, kann man gut hingucken, von dort hat er Potenzial nach unten, drückt er sich aber über die 600, dann Aufwärtspotenzial. Löst aber die bullische Verkeilung gar nicht auf und spricht einfach nach unten, unter der 13.200 raus. Dann geht es weiter hier. Dann geht es genauso weiter wie bisher und dann ist auch das wieder nur eines der vielen schönen Punkte, die eben dann einfach nicht vom Markt angenommen werden und der Markt bewegt sich weiter abwärts. Geht er unter 13.200, wo ist der nächste Anlaufpunkt? Bei 13.15 bis 12.69. Bricht dieser Bereich, geht es runter auf 12.665 und dann runter auf 12.500. So, Punkt. Das ist es. Ja, das heißt, wir haben für den Mittwoch einen leichten Vorteil. Leichte Chance für eine Erholung, muss er aber von Beginn an auch spielen. Seht ihr das? Nehmt es ernst, dass er bis 5,30, 5,20 gut und gerne erstmal anziehen kann. Überwindet er die 600, richtet euch darauf ein, dass er über die nächsten Tage, auch bis Freitag, Montag, durchaus hier Bereiche um 97, als auch 14.100, 14.050 erreichen kann. Darf er uns unter 14.000, unter 13.200 weg, rechnet mit 13.15, dem Gap Close und gegebenenfalls einer 12.69. Hey, der Bereich nicht tiefer. Ja, und so kann man eigentlich die Analyse jetzt schön zusammenfassen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.